Ja, im heutigen Video soll es mal wieder um einen W204 gehen und um das Problem, das ich jetzt beheben konnte. Ich hatte in der letzten Zeit immer wieder das Problem, dass mein Fahrzeug in das Notprogramm gegangen ist. Das heißt, das Auto hat runtergedrosselt, ich habe keine Leistung mehr gehabt. Ich musste dann das Fahrzeug abstellen, neu starten. Dann lief das Fahrzeug wieder eine Weile und nach kurzer Zeit hat das Ganze dann wieder von vorne angefangen. Jetzt gibt es natürlich hierfür mehrere Ursachen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass der Turbolader kaputt ist. Doch das ist eben nicht immer der Fall. In meinem Fall war einfach nur der Differenzdrucksensor defekt. Ich habe das Fahrzeug dann auslesen lassen. Da stand dann drin, Differenzdrucksensor defekt. Und nach dem Austausch von diesem Differenzdrucksensor fährt das Fahrzeug auch wieder wie vorher. Und da kann ich euch auch beruhigen, so ein Differenzdrucksensor ist sehr, sehr günstig. Und auch der Einbau und der Ausbau ist relativ schnell erledigt, sodass ihr hier in der Regel unter 100 Euro wegkommt. Wenn ihr ähnliche Probleme mit eurem Fahrzeug habt, dann braucht ihr nicht immer gleich Angst zu haben, dass hier der Turbolader oder der Dieselpartikelfilter defekt ist, sondern es kann eben auch sein, dass wie in dem Fall einfach nur der Differenzdrucksensor ein Problem hat. Ganz wichtig, vielleicht zur Unterscheidung, bei mir waren die Symptome eben immer weg, wenn ich das Fahrzeug an- und wieder ausgeschaltet habe. Und das ist, denke ich, auch ein gutes Unterscheidungsmerkmal, ob jetzt dauerhaft irgendein Defekt vorliegt am Turbolader. Ich gehe mal davon aus, dass bei einem defekten Turbolader in der Regel die Probleme dann langfristig auftreten und nicht dann sofort wieder weg sind, wenn ihr das Fahrzeug ausschaltet und wieder neu startet. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dann hinterlasst mir doch unten einen Kommentar. Ansonsten macht's gut, bis bald, euer Repti.